Super, vielen Dank. Ja, nachdem wir das jetzt auch gerichtet haben, muss ich euch zumindest wissentlich schon zweimal enttäuschen. Also Punkt Nummer eins in der Einladung bzw. im Teasertext stand ja, dass wir sowohl von den internen Anwendungsbeispielen innerhalb von der Swisscom als auch ein Kundenbeispiel bringen. Wir haben uns entschieden, kurzfristig vor dem Hintergrund auch des Zeitkontingents zu sagen, wir machen nur eins von beiden. Wir nehmen das Kundenbeispiel. Vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, die wenigsten direkt aus dem Bereich der Telco sind und dann so diese ganzen technischen Prozesse. Aber wenn das Sie interessieren würde, dann stehen wir natürlich im Nachgang für Gespräche zur Verfügung. Zweiter Punkt oder zweite große Enttäuschung. Ihr müsst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Der Kollege Sam Streif sitzt zwar im Publikum, aber wir haben uns entschieden, dass vor der anbetrachteten Kürze der Zeit wir jetzt keine großen Wechsel mehr machen. Also wie gesagt, der Sam ist da, sein Chef, der Marco Michel ist auch da. Und wir stehen alle drei im Nachgang noch so gern zur Verfügung. Ich habe so ein bisschen rausgespürt aus den Vorrednern, also Fragen und Antworten wären ja grundsätzlich möglich gewesen. Ich schaue mal, wie wir jetzt so auskommen, ob zumindest mal die letzten 5 Minuten dann hier auch im Plenum noch offiziell auch gefragt werden kann oder nicht. Im Gegensatz zu den Kamunda-Kollegen kommen wir hier so ein bisschen klassisch mit so einer Agenda um die Ecke, die einfach die Rahmenstruktur auch für uns bietet. Ganz kurz Einleitung und was ist eigentlich unsere Zielsetzung mit euch hier zu zeigen. Dann dieses Beispiel, es geht um Banken, es geht um das Thema Client Onboarding oder Client Lifecycle Management, gehen wir darauf ein und am Ende noch so ein bisschen Zusammenfassung und wahrscheinlich lässt sich nicht vermeiden, auch ein Stück weit Eigenwerbung. Aber da könnt ihr mich dann entsprechend kappen oder mit Fragen ausbremsen. Ja, auf das will ich gar nicht großartig eingehen. Das ist eine Folie aus unserem neuesten Pitchbook. Das Einzige, was da interessant ist, es geht jetzt um Banken, vielleicht auch als Abgrenzung. Also wenn ihr das Thema habt mit dem Natel-Tarif oder entsprechend mit dem TV, da habe ich großes Verständnis, fühle ich extrem mit. Wenn das so sein sollte, kann ich aber nicht wirklich direkt helfen. Wir, die jetzt heute hier sind von der Swisscom, kommen aus dem Bereich Banking. Das heißt, wir kümmern uns um Banken und Finanzdienstleister. Und das Einzige, was ich hier noch hervorheben möchte, ist Geschäftsprozesse. Das ist das Thema. Und zwar so plakativ, dass es neben jetzt dem Ergänzungssatz der Innovation ganz zentral bei uns auf dem Pitchbook steht. Und nichts liegt näher als im Bereich Geschäftsprozesse und dann Digitalisierung und Automatisierung zu schauen. Was gibt es da am Markt? Das tun wir, das haben wir bereits getan und das werden wir auch nicht lassen. Und da sind wir jetzt vor mittlerweile 2,5 Jahren auch auf das Thema Kamunda gestoßen. Ganz kurz nochmal im Bereich Banking. Grundsätzlich kann man von uns fast alles haben, außer dass wir eben als Swisscom keine Banklizenz haben und hoffentlich auch niemals bekommen werden. Wenn es um Kernbankenmigration geht, insbesondere in den letzten Jahren, war das natürlich das Thema und das kommt wahrscheinlich dann auch jetzt irgendwie in 5 oder spätestens 10 Jahren wieder mal im Sinne eines Zyklus. Da haben wir einiges gemacht. Wir machen aber auch den Betrieb zum Beispiel für Plattformbanken, die bei uns auf einem Tower hocken, also auf einem Stack im Prinzip oder eben auch in einem Deployed-Modell. Natürlich ist das Thema, und das durfte man gerne auch schon lesen in der Schweiz, das Thema Cloud ist bei uns was. Wir haben die Kooperation bzw. schauen uns an, was gibt es im Bereich der Fintechs und so weiter. Das heißt, eigentlich machen wir gar nicht so viel anders als unsere Kunden hier, die Banken ja jetzt auch mittlerweile sowieso machen. Und wir versuchen da sehr umfassend Hand zu bieten. Im Wesentlichen eigentlich, indem wir zwei Dinge machen, wenn wir unsere Kunden, sprich die Banken, begleiten. Wir schauen, dass wir die Differenzierung am Markt hinkriegen und dass wir entsprechend nichtsdestotrotz auch die Industrialisierung hinbekommen. Warum? Ohne Effizienz funktioniert das Ganze mittlerweile nicht mehr. Also der Druck ist ja spürbar genug mittlerweile, um dort etwas machen zu müssen. Wir bieten, wie gesagt, so einen Think Tank, wo sich entsprechend unsere Kunden orientieren können, was passiert jetzt im Bereich der Fintechs, der technischen Trends und so weiter. Dann geht es quasi über ins Consulting, wo wir Beratungsmandate haben, also fachliche Beratung in unterschiedlichsten Disziplinen. Wir haben Produkte oder auch Lösungen, die funktionieren einerseits als Standard, das heißt, die sind ganz klar definiert und da gibt es ein Factsheet und ein Preismodell und die kann man dann im Prinzip einsetzen, also steckermäßig. Und wir bieten natürlich entsprechende Services. Jetzt kurz zu mir. Ich bin aus dem Specialized Sales, aber mir ist weder irgendwas speziell, noch bin ich ein eigentlicher Verkäufer. Meine Grundkonditionierung ist Berater, Schrägstrich Architekt.
Und deswegen glaube ich, funktioniert das ganz gut, weil wir aus dieser Einheit erstmal rausgehen, wenn es eben nicht um Standardprodukte geht. Wenn es darum geht zu sagen, okay, der Kunde hat hier das Thema und wir sitzen zusammen und loset erstmal zu und schauen, ob wir das verstehen. Und wenn wir sagen, wir haben das verstanden und reflektiert, dann gehen wir raus an den Markt und machen ein Scoping und Shaping. Und wir werden das gleich noch in dem Anwendungs- oder Praxisbeispiel sehen, was wir aufbereitet haben. Genau da haben wir das gemacht. Wir gucken beispielsweise ausgehend von dem fachlichen Problem und den Lösungsarchitekturen, was sind Komponenten am Markt, wie sieht entsprechend die Organisation unseres Kunden aus, also machen die sehr viel selber oder kaufen die eher zu, wollen die eher integrieren, sind die eher auf einen Monolithen ausgerichtet, der, wenn ich den Bernd eben richtig verstanden habe, heute immer noch eine gewisse Daseinsberechtigung haben kann. Und Sam, vielleicht hebst du ganz kurz mal auf, dass die Leute dich im Nachgang dann noch finden. Sitzt gerade hier. Und der Sam ist derjenige, der in der Linie beim Marco Michel das Ganze verantwortet. Das heißt, die armen Sieger müssen das dann ausbaden, was ich dann irgendwo erzähle oder vielleicht sogar irgendwann mal verkaufe. Jetzt das Beispiel Client Onboarding bei einer Finova Bank, vielleicht für die Nicht-Bankler unter euch. Die Bankenlandschaft, was die Kernbankensysteme in der Schweiz anbelangt, sind ja nicht ganz so heterogen wie zum Beispiel im Umfeld. Da gibt es ein paar große, die großen Banken machen sowieso entsprechend individuelle Lösungen. Und die Finova, und da gibt es ja eine Vielzahl von Vertretern, habe ich heute schon gespickt, entsprechend auf den Badges, ist einer der Hersteller, die entsprechend in der Schweiz auch bei unseren Kunden eben zum Einsatz kommen. Jetzt muss man noch eine kleine Ergänzung machen. Auch die Swisscom selber, dadurch, dass wir auch Betriebskunden haben und Kunden auf einer Plattform, wir sind selber wiederum auch Finova-Kunde. Springen wir direkt mal in das Thema rein. Was, glaube ich, immer hilft, und wir haben es heute Morgen auch gehört, ist, wenn man sich irgendwo, also wenn man das Thema hat, dass man sagt, auf was fokussiere ich mich denn jetzt fachlich? Also nicht Big Bang und alles gerade miteinander von Anfang an, sondern wirklich klare Schnitte. Um euch kurz in das Thema noch einzuführen, Client Lifecycle Management, also zum Beispiel das Thema Onboarding oder auf Deutsch gesagt Kundeneröffnung, ist ja etwas, was Banken, Finanzdienstleister schon immer gemacht haben. Und das gibt es natürlich auch in anderen Industrien, selbstverständlich. Und wir haben gesagt, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, gemeinsam mit unseren Kunden, dann muss man schauen, wo bewegen wir uns denn ganz genau? Was ist denn gemeint? Welche Aspekte sind denn zu berücksichtigen? Was diskutieren wir? Und dann, egal ob es ein Proof of Concept ist oder das Umsetzungsprojekt, auf was wird fokussiert? Warum? Klar, der Fokus auf einen Themenbereich bietet die Möglichkeit, denn auch möglichst erfolgreich zu starten, nämlich in diesem Fokus. Nichtsdestotrotz von Anfang an auch links und rechts und oben und unten geschaut zu haben, was habe ich denn sonst noch auf der Roadmap? Ich gehe gar nicht im Detail darauf ein, aber wir haben hier ein entsprechendes Framework zusammen mit einer Partnerfirma erarbeitet. Wir arbeiten auch sehr gerne mit Partnern zusammen, wo wir gesagt haben, ja, um was geht es denn genau? Also wenn wir zu euch, Kunde, Bank gehen, um was geht es? Geht es wirklich um den Eröffnungsteil oder geht es um die Bewirtschaftung oder auch die Saldierung? Wobei, wir haben einen Kunden, da heißt es nicht Saldierung, sondern Verabschiedung. Und da finde ich noch recht charmant nach dem Motto, also auf Wiederlurge, wir sehen uns ja bald wieder. Und wenn man sich das anschaut von diesen Phasen, gibt es dann auf der anderen Seite ganz vereinfacht gesagt noch so mal ein paar Dimensionen, über welche Vertriebskanäle rede ich hier, welche Kundensegmente, welche Produkte oder Services, die ich anbiete und was ist der ganze Prozessual- und Ablaufteil, dann natürlich auch insbesondere bei den Banken der ganze regulatorische Teil, der zu betrachten ist. Und am Ende unten natürlich wieder Themen von Architektur, Datenhaltung und so weiter und so fort. Und das haben wir genommen, um bei dieser Bank dann auch zu sagen, ja, um was geht es denn? Und das Spannende ist, dieses ganze Vorhaben oder dieses ganze Projektportfolio hat ungefähr 2015 gestartet mit einem größeren RFP, wo dieser Kunde sich überlegt hat, dass er in den Bereich Digitalisierung und zwar werkzeugunterstützt reingehen will, dass die Kundeneröffnung das allererste Thema ist, dass es aber noch 70 oder mehr Prozesse gibt, die man sukzessive wirklich im Laufe der Jahre angehen will. Also es ist wirklich ein strategisches Vorhaben. Dann hat es ein RFP gegeben zu dem Thema. Wir sind als Swisscom angetreten mit Camunda als Lösungskomponente. Und es gab natürlich entsprechend Mitbewerber. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht die
dritte Enttäuschung, die ich euch kommuniziere. Aber schlussendlich ist es so, wir haben sehr gute Resonanz gehabt mit dem Proof of Concept. Wir haben einen der wesentlichen Entscheidungsträger am Tisch gehabt, direkt danach. Der hat gesagt, also wenn ihr jetzt hier den Vertrag hättet, würde ich den unterschreiben. Und eine Woche später hat er sich für einen Mitbewerber entschieden. Da haben wir gedacht, naja, okay, wie passt es zusammen? Aber alle von euch, die da schon länger unterwegs sind, wissen, es geht oftmals denn nicht nur um technische Möglichkeiten, Funktionalität, Kommerzielles, sondern es ist dann ein politischer Entscheid. Take it as granted. Nichtsdestotrotz, der Kunde hat dann uns gesagt, ja, aber wir wollen euch für den Rest haben, so Integration und macht es doch der GU und so weiter und so fort. Das haben wir gemacht und schlussendlich muss man sagen, also ich will nicht sagen, dass wir mit dem Mitbewerber vom Staatsfeind Nummer 1 zu ziemlich besten Freunden geworden sind, aber wir haben uns insgesamt gefunden. Jetzt sagt ihr, ja Mensch, es ist nur ein Proof of Concept und am Ende hat es der Kunde ganz anders umgesetzt. Wieso sagt ihr denn jetzt, das ist immer noch ein Beispiel, was wert ist, auch zu zeigen? Aus meiner Sicht ist es gar nicht der Fall, weil wie gesagt, das, was wir jetzt auch aufzeigen werden, möglichst konkret, was wir im Vorfeld gemacht haben, von dem ist ganz, ganz viel über den Projektverlauf erhalten geblieben. Ich maß mir keine Meinung an, zu sagen, hättet ihr das mit Camunta gemacht, wärt ihr denn schneller, besser, schöner gewesen am Anfang oder so. Und viele der Findings, die ich auch gerne mit euch dann noch teilen möchte, die sind meiner Meinung nach universell gültig. Der Kunde ist gestartet und hat gesagt, wir haben eine ganz klare Vision, wir wollen mit dem Onboarding das Ganze beginnen. Wir wollen den internen Kanal nutzen, also den Online-Kanal nutzen und aber auch entsprechend den internen Kanal, das heißt also die Bankfiliale, die Niederlassung, und zwar von Anfang an, also quasi so ein duales oder so ein Hybridmodell. Integration ist von Anbeginn das Thema gewesen, auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, wir wollen das nicht nur irgendwie schön machen und Customer Experience und so weiter, sondern dahinter steht Effizienzsteigerung. Wir haben da ein Case und um das entsprechend zu realisieren, muss ich natürlich schauen, dass ich möglichst digital bin, dass ich das Papier wegkriege, die STP-Rate erhöhe, die Rücklaufquote minimiere und so weiter. Von Anfang an das Thema gewesen. Sicherheit, Datensicherheit, Abdeckung der ganzen Compliance-Anforderungen, die regulatorischen Themen, sehr, sehr wichtig. Es sollte die Grundlage sein, entsprechend sukzessive auszubauen, also quasi den ersten Schritt zu gehen und auf dem Fundament dann zu ergänzen. Und es muss möglichst flexibel sein, damit eben auch die ganzen Rollen, sowohl die Interessenten, die über den Self-Service kommen, als auch die Bankmitarbeiter, ob das jetzt im Frontbereich ist oder im Compliance ist oder im Backoffice, dass sie wirklich mit einer Plattform arbeiten können. Es wurde nochmal runtergebrochen in die Ziele, die ihr hier seht. Also ich würde fast sagen, die sind jetzt fast universell gültig für viele Vorhaben, die ihr vielleicht auch auf der Agenda habt. Wir werden es gegen Ende dann aber nochmal aufgreifen. Und spannend finde ich wirklich zu sagen, das Kundenerlebnis ist wichtig, aber eben auch die Prozesseffizienz. Es gibt andere Beispiele und ich will nicht sagen, dass das schlechtere Digitalisierung ist, aber da ist eben nur ein Teil abgedeckt. Da kann ich beispielsweise bei der Bank hingehen und kann online mal das Konto eröffnen und dann vielleicht auch noch die Video-Identifikationssignatur und irgendwann purzelt dann bei mir mal Papier, also das Signaturteil hätte ich weglassen müssen, oder? Mache ich die Video-Identifikation, aber dann kommt irgendwann das Papier zu mir nach Hause, irgendeine Biege, da muss ich meine X-Unterschriften leisten, dann geht es dann wieder retour. Und das ist, wenn ich sage, schlechter, denn die Kunden haben das ja auch ganz gezielt gemacht, aber es ist eben nur ein Teil. Customer Experience sicherlich besser, interessant, Prozesseffizienz im Sinne der Durchgängigkeit aber nicht gegeben. Vorgabe als Lösungsprinzip war, wie gesagt, sowas, dass man sagt, ich habe hier den Self-Service im unteren Teil, also mal so stilisiert, die verschiedenen Schritte. Ich habe den Filialfall, wo wirklich die Neukunden in die Niederlassung kommen und mit Herr oder Frau Kundenberater dann zusammensitzen. Idee war von Anfang an, das auch sehr dialogorientiert zu machen, zum Beispiel mit einem Device, also mit einem Tablet, und zu sagen, es gibt klar definierte Prozessschritte, die macht dann der Kundenberater. Zum Beispiel Duplikateprüfung, also das lässt man dann nicht den Kunden machen, genauso wenig wie im Self-Service oder eben solche Compliance-Checks. Und es gibt aber auch klar definierte Prozessschritte, wo dann ein Kundenberater das Tablet dem Kunden gibt und sagt, hier sind jetzt die Eröffnungsdokumente zum Beispiel, auch elektronisch mit der Möglichkeit, die durchzulesen.
Und auch das Thema, dass man sagt, bitte Signatur hier auf dem Tablet hinterlassen als Skribbel. Und natürlich auch die Möglichkeit, dass der Kundenberater sagt, damit ich meine Identifikation des Kunden, der ja mir hier gegenübersteht, auch pflichtgemäß mache, dass ich sage, ich mache das Foto zum Beispiel von der Idee vor der Rückseite und dann habe ich das auch erledigt. Das war von Anfang an klar gegeben. Wenn man jetzt nur den Self-Service-Teil mal nimmt, dann sieht es im Prinzip so aus, also das, was ich gerade erzählt habe, war ja der Filialfall. Der Self-Service sieht so aus, dass sagt der Herr oder Frau Kunde, geht zum Beispiel auf die Webseite oder geht auf das Portal, findet das Angebot und konfiguriert sich das, klickt sich das im Prinzip zusammen, wie in so einem Warenkorb-Paradigma. Kleiner Einschub, die meisten Banken, mit denen wir sowas bisher realisieren durften, haben ein wesentliches Element weggelassen, was man normalerweise bei der Online-Shopping-Experience hat, und zwar die Preisanzeige. Kostet natürlich alles ein bisschen, je nachdem, ob ich meine Kreditkarte denn jetzt unbedingt als Gold oder Platin haben möchte. Also die Preisanzeige auf dem Warenkorb, die fehlt. Aber Vorgabe war ganz klar, dass man dem sehr nahe kommen soll. Weil das sind die Erwartungen, die die Kunden haben und die oftmals bei vielen Banken, zumindest auch hier in der Schweiz, noch nicht so ganz erfüllt werden. Und vom Ablauf her, wenn man dann diese ganzen Dinge ausgewählt hat, zum Beispiel gesagt hat, ich möchte entweder das Produktpaket nehmen oder ich sage, ich möchte das Salärkonto und die Kreditkarte in der und der Ausprägung oder vielleicht noch eine Partnerkarte, ich möchte einen E-Banking-Account dabei haben, dann gibt es eine Verifikationsseite, auch wieder so wie beim Online-Shopping, Amazon oder eBay. Und was danach im Nachgang passiert, wenn man das wirklich vollständig digital so realisieren will, ist auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich gehe jetzt in eine Videoidentifikation und ich gebe auch eine Signatur und damit ist das Ganze für mich durch, ohne dass ich als Kunde jetzt in die Filiale gehen muss oder dass mir Papier nach Hause kommt und ich dann 7 bis 18 Unterschriften zu leisten habe. Ja, das ist im Prinzip mal so die Skizze gewesen. Und wie sieht das aus oder wie sah das aus in dem Proof of Concept, den wir realisiert haben? Ich zeige das einfach mal online, glaube ich, wenn es funktioniert. Genau. Also ich habe es ja schon angetönt, auch zum damaligen Zeitpunkt haben wir schon gar nicht mit Partnern zusammengearbeitet, deswegen hier nochmal entsprechend diese Seite, diese POC-Seite, diese Demo-Seite. Ich befinde mich als Interessent, als Neukunde in dem Self-Service und muss als allererstes sagen, bin ich denn überhaupt wirklich ein Neukunde oder bin ich schon ein bestehender Kunde? Wenn ich jetzt ein bestehender Kunde bin, dann wäre ich quasi in dem Bewirtschaftungs-Case. Dann wäre es nicht mehr Eröffnung, dann müsste ich mich mit meinen Credentials dort einloggen. Dann gehe ich auf Weiter, kriege hier die Produktauswahl, entsprechend mit der Möglichkeit, Factsheets noch anzuklicken, beispielsweise die Währung anzugeben. Ich sage, ich möchte ein individuelles Konto oder ein Joint Account oder entsprechend ein Minor Account. Und dann werde ich im nächsten Schritt über persönliche Angaben entsprechend angefragt. Ich werde das jetzt hier mal vorausfüllen mit der Angabe von Pflichtfeldern. Und was man hier an der Stelle sieht, sind auch wesentliche Aspekte, also nicht nur zur Adresse oder hier beispielsweise zum Domizil, wo ja denn beeinflusst, kann ich diesem Interessenten, also welche Produkte kann ich anbieten, kann ich den überhaupt entsprechend aufnehmen in mein Kundenportfolio. Das heißt, da stehen Regelwerke und da stehen Entscheidungen dahinter. Und was wir damals gemacht haben, und das ist ja heute auch aufgezeigt worden, auch vom Michael, also wir waren nicht ganz so rasant, aber wir haben die gleichen Mechanismen genutzt. Dahinter steckt ein BPMN, ein Prozess, dahinter steckt auch DMN, also im Prinzip Entscheidungstabellen, mit denen wir gearbeitet haben, um hier zum Beispiel in diesem Onboarding-Prozess zu sagen, nehme ich denn den Kunden auf, ja oder nein? Da ist im Wesentlichen natürlich das Domizil das Thema. US Person zum Beispiel. Eine Tabelle, die sagt, welche Produkte kann ich denn dem Kunden anbieten? Das ist im Wesentlichen abhängig vom Domizil und eben auch vom Alter. Es macht wahrscheinlich keinen Sinn, einem 75-Jährigen das Jugendsparkonto zu offerieren. Und das Dritte, und das ist das Interessanteste aus meiner persönlichen Sicht, ist die sogenannte Document Suitability. Das heißt, basierend auf den Kundenangaben und den Produkten, die der Kunde selektiert hat, welche der
ich will nicht sagen 100, aber vielen Dokumente, Formulare und so weiter muss ich denn in diesem Fall bereitstellen. Und das ist in diesen DMN-Tabellen entsprechend hinterlegt worden. Auch wenn das jetzt ein Beispiel ist aus dem Retail-Bereich, spätestens bei dem Thema Dokumente ist man automatisch auch in den Privatbankenfällen, da geht es ja nicht so um das, um die Vielzahl von Kunden, nicht 10.000 pro Jahr, und es ist auch nicht im Vordergrund zu sagen, das ist super wichtig, dass der jetzt tagfertig entsprechend schon einzahlen kann auf das Konto, aber gerade das Thema mit den Dokumenten und den Regelwerken steht im Vordergrund, weil nichts ist schlechter, wenn jetzt der Kunde gerade wieder, ich übertreibe, Entschuldigung, in seinem Jet nach Hause geflogen ist und dann im Backoffice oder im Compliance stellt man fest, hier fehlen auch noch ein paar Unterschriften, da hat der Kundenberater wirklich das Thema. Recht formularbasiert, was hier bei solchen Lösungen auch immer schön ist, man kann Default-Werte eingeben, zum Beispiel E-Banking. Man muss dem Kunden schlussendlich auch die Wahlfreiheit lassen, je nach Preismodell und Produktstrategie, aber wir haben gesagt, E-Banking ist jetzt mal defaultmäßig angehakt, also nicht wir, sondern der Kunde hat das vorgegeben, aber wenn das jemand nicht möchte, partout nicht möchte, dann kann man das dann auch wieder deselektieren. Und ich klicke nur mal ein bisschen weiter durch den ganz klar geführten Prozess, natürlich hier US-Related Person, Eröffnungsunterlagen und so weiter. Das ist mal so der Frontteil. Wenn der Kunde sich jetzt entscheidet, zum Beispiel in die Video-Identifikation zu gehen, dann ist der ganze Vorgang für den Kunden abgeschlossen. Und egal, ob er sagt Video-Identifikation oder schickt mir die Dokumente auf dem Korrespondenzweg, kurzer Wechsel, ist nicht, also an die Camunda-Experten, das ist jetzt nicht die brandneueste Version, aber man sieht, wir haben im Proof of Concept auch entsprechend mit der Standard-Task-List gearbeitet. Wir kamen super gut damit hin, um zu sagen, jetzt gibt es die bankinternen Rollen, zum Beispiel Front- oder Backoffice, Compliance. Je nach Regelwerk, Prozessschritt, Status des ganzen Vorgangs geht das an die eine oder an die andere Rolle. Und die haben dann entsprechend in den Teams hier gearbeitet, konnten die Vorgänge aufnehmen, konnten sich anschauen, ihre Aktivitäten machen, Prüfschritte etc. pp. Einfach um das Gespür für den Fall auch so ein bisschen darzustellen. Für diejenigen, die sich ein bisschen mehr für die Technik oder die Architektur dahinter interessieren, es ist ein relativ überschaubar, also auf der Ebene ist es eine relativ überschaubare horizontale Komponentenarchitektur gewesen. Man hat gesagt, was ist das Wichtigste für die Banken? Auf jeden Fall auch die Sicherheit. Da stecken dann technisch gesehen so Komponenten wie Web Application Firewall, Identity Access Management dahinter. Dann die Möglichkeit im Portal, das heißt entsprechend eine Oberfläche, wo ich mich als Kunde schon einloggen kann. Ihr seht, der Bereich ist gestrichelt. Das heißt, auf diesem ganz neutral dargestellten Orchestration Layer, was in unserem Proof of Concept Camunda war, haben wir gesagt, da muss also die Prozess- und die Regelwerkkomplexität abgebildet werden. Integration, haben wir heute auch schon gehört, ist auf jeden Fall das Thema. Also es sei denn, man hat wirklich den monolithischsten Monolith. Und deswegen braucht man irgendwo einen Integration Layer oder man macht eine Punkt-zu-Punkt-Integration und man hat natürlich das Core-Banking-System. Und dem nicht genug. Es gibt natürlich in der Peripherie noch einen Haufen an anderen Systemen. Die liegen entweder bankintern und andere liegen bankextern. Die sind entsprechend auch noch anzubinden. Zwei Beispiele noch, wo uns der Einsatz von Camunda wirklich geholfen hat, ist das, was out of the box gekommen ist. Wie gesagt, es ist noch eine ältere Version, hat sich ja auch weiterentwickelt mit dem Optimize, habe ich heute gelernt. Aber standardmäßig waren zum Beispiel schon viele Auswertungsmöglichkeiten über die Cockpits möglich. Oder wenn das eben nicht ausgereicht hätte, dann hätte man das abgesaugt und dann ist MIS, weiß ich nicht, ob man MIS noch sagen darf, man hätte ein MIS eingespitzt oder man hätte ein BI draufgelegt oder was auch immer. Und der zweite Teil hier in dem Bereich als Beispiel, auch im Bereich vom Monitoring, technisches Monitoring oder auch das Thema Audit Trail, da konnten wir in dem Proof of Concept aufzeigen, dass es sehr einfache Möglichkeiten gibt mit dem Out of the Box von Camunda, einfach zu schauen, wo steht denn der Prozess. Wir haben auch das Beispiel gesehen mit den Heatmaps, wo hat sich was kumuliert, mit das Operations Dashboard fand ich heute sehr interessant, das gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht, aber es hätte bestimmt auch in das Thema eingezahlt.
Jetzt ist das Ganze, wie gesagt, umgesetzt worden. Was ist dabei rausgekommen? Und nochmals, meine naive Meinung ist, es hätte auch das gleiche Ergebnis mit Kamunda produziert. Man hat erreicht, dass man hier beispielsweise von einer Biege von Dokumenten, die im Standardfall gedruckt werden mussten und mit einem Haufen von Unterschriften, dass man das extrem stark eindampfen kann. Die Dokumente sind natürlich weiterhin erzeugt worden im Hintergrund. Die sind auch den Kunden, also den Neukunden, dann quasi übers E-Banking, wie so ein Statement zur Verfügung gestellt worden oder entsprechend in so einem Dokumenten-Safe. Man ist schlussendlich aber auf eine Seite Welcome Letter gekommen und im gesamten Prozessverlauf musste auch nur eine Unterschrift geleistet werden. Vom Kunden auf dem Tablet in der Filiale und die wurde zum Beispiel verwendet, um sie dann in die unterschriftsrelevanten Eröffnungsdokumente mit einzurendern. Die wurden natürlich auch wieder angezeigt. Und für diejenigen, die es interessiert, die Unterschrift wurde auch in die Signaturdatenbank oder Signaturapplikation, also Signbase, UVM und so weiter eingespitzt. Das heißt, da braucht man im Nachgang, im Backoffice, dann nicht nochmal irgendwie so ein Ferialer, wo es sagt, die Unterschrift geht über den Rahmen hinaus und dann muss ich mir die Grafik dann nochmal zurechtschneiden. Also wirklich voll integriert, hochautomatisiert. Was hat man damit erreicht? Hier nur ganz schematisch im Vergleich, wie war der vorherige Prozess und wie ist der Prozess neu? Was ist dort wesentlich? Durchlaufzeit und Aufwand. Von der Durchlaufzeit muss man sich das mal anschauen. Von ursprünglich 4 bis 5 Arbeitstagen ist man dazu übergegangen oder hat man es erreicht, dass man am nächsten Arbeitstag entsprechend durch war mit dem ganzen Thema. Wir haben mittlerweile auch andere Kunden, andere Projekte, wo es sozusagen aufgrund des Risikoappetits respektive der Entscheidung der Bank möglich ist, dass der Kunde rausgeht, die IBAN hat und direkt einzahlen kann. Kann auch nicht alle Geschäfte machen, aber kann zumindest das Geld, was er mitgebracht hat, kann er dann da lassen. Aufwand auch signifikant reduziert. Wie ist das möglich? Man sieht es auf der linken Seite im Wesentlichen natürlich durch die Konsolidierung im Backoffice. Ich habe nicht mehr die Biege mit Papier, ich schiebe alles digital durch. Ich habe die Unterschrift, also viele der ganzen Checks und so weiter konnten dort automatisiert werden. Jetzt bin ich eigentlich fast schon drüber, gell? Nur ganz kurz, und das gibt es ja auch in den Handouts, es gibt verschiedene Aspekte, die für uns wichtig waren und das hat sich auch herausgestellt, dass wir sagen, wie kriege ich denn Projekterfolg hin? Oftmals scheint es wie so Allgemeinplätze, dass man eigentlich für jedes anwenden kann, also Onboarding bei der Bank oder Bau eines größeren Unterfangens, hat sich bei uns aber bewährt, wenn man das beachtet hat. Denn ein Punkt noch, natürlich sind wir hier alle mit Kamunda sehr technologieinteressiert, aber gerade in dem Beispiel, was wir gezeigt haben, das ist kein IT-Projekt. Also Technologie spielt dort eine wichtige Rolle, aber es ist definitiv kein IT-Projekt. Beispielsweise war auch ja die Konsequenz für uns gewesen, dass wir gesagt haben, wir brauchen da sehr viele bankfachliche Disziplinen und zwar von Anfang an, um wirklich gemeinsam so ein Ergebnis zu erreichen. Schnell noch zu der Zusammenfassung. Wir können uns das alles sparen. Der Einsatz einer Business Process Engine und hier natürlich von Kamunda macht wirklich Sinn, wenn man Prozesse einerseits hinsichtlich der Kunden, der Customer Experience und andererseits natürlich aufgrund auch der Prozesseffizienzsteigerung einsetzen will. In all den Facetten, die wahrscheinlich die jeweiligen Experten von der Kamunda noch viel besser aufzeigen könnten, als das hier jetzt der Fall war. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Eigenwerbung zum Schluss. Ich hoffe, wir konnten einigermaßen aufzeigen, dass wir uns sehr, sehr gerne in dem Gebiet mit unseren Kunden tummeln. Wir versuchen auch von der Beratung bis zur Umsetzung und natürlich dem Betrieb Leistungen anzubieten. Das zusammen insbesondere auch mit Partnern. Plus natürlich vorderhand die eigene Expertise. Ob das jetzt angefangen ist von einem sogenannten Readiness Assessment oder einer Evaluation, was wir gerne begleiten, ob das jetzt dann die Umsetzungsprojekte sind oder schlussendlich auch der laufende Betrieb. Und ich habe heute auch gelernt, kontinuierlicher Verbesserungsprozess wird jetzt auch von Kamunda als System noch mehr unterstützt. Wahrscheinlich müssten wir da noch einen Punkt ergänzen. Das ist wahrscheinlich das Zeichen, dass ich jetzt aufhören muss zu reden. Wenn es Fragen geben sollte, gerne an den Sam, an den Marco oder an mich. Vielen Dank.